Das war jetzt gerade ein Kampf. Mein Gott. Da hat es uns ja schon wieder mal kalt erwischt. So, das. Das String brauche ich ja auch noch. Ah, da hab ich noch irgendwo welche. Ach, jetzt wird's dunkel. Geh mal kurz in die Koje. Sekunde, ich will gerade noch hier die letzten Kupfer-Ingots zu Wires verarbeiten. Ich muss ja wieder jetzt für Circuits tonnenweise Kabel produzieren. Ja, bin in der Koje. So, Blast Furnace mal anschauen, wie weitergekommen ist. So, ich habe 24 Solarkraftwerke dabei. Irgendwas hat er da oben. Oh Gott, das war es schon wieder. Was hat der denn? Das geht ja mir nur auf den Geist, ne? Oh Mann, 16. 16 Stahl kann ich machen mit einem Stack Charcoal. Oh, ist das hart. Ich bin gerade bei 4 Frames. 0. Ich bin auch bei 5 runter. Und da stehe ich gerade mal nur bei meinen Öfen. Was macht das so instabil? Ich wüsste es gerne. Ja, Leute. Wir werden das jetzt mal ausprobieren, woran das liegt. Ich bleibe jetzt einfach mal hier stehen. Und wir checken das jetzt mal aus. Deswegen, die Folge jetzt ein bisschen kürzer. Wir müssen einfach mal gucken, ob wir das besser hinkriegen. Weil so können wir euch das nicht anbieten. Und wir sehen uns dann hoffentlich gleich in der nächsten Aufnahme. Und bis dahin, also bis gleich dann. Tschö. Tschö. So, da sind wir wieder in unserer Aufnahme. Wir haben es jetzt auf WLAN umgestellt. Ich hoffe, es funktioniert jetzt. Ich habe es jetzt nur mal geguckt, ob die Fraps, ob das quasi jetzt immer so geht, dass es nicht ruckelt, während ich quasi nicht aufnehme. Weil jetzt mal so spontane Aufnahme dem Herzimmern. Und hier habe ich ja, oh Mann, was habe ich denn hier shit zusammengemalert? Ich brauche nochmal den roten Pinsel. Gerade gesehen, dass die Kabel falsch sind. Das habe ich nämlich auch bei dem Thumbnail gesehen, bei YouTube. Dachte ich mir so, Mensch, da hast du ja was falsch. Hast du das danach berichtigt oder nicht? Ich habe es offensichtlich nicht berichtigt. Bei meiner lustigen kleinen Hakenkreuz-Kombination. Ach Christus, hatte ich erzählt, dass jetzt die... Bei Industrial Craft, das mit dem Server-Client-Update funktioniert. Von Kabelfarben. Ah, sehr schön. Ja. Man muss das quasi nicht mehr in einem Rutsch durchbauen. Man kann sich zwischendurch mal einen Kaffee holen. Mhm. Ah, meine FPS sind teilweise immer noch im Keller, wo es geht. So. Ja, so geht's. Blöde Sau. Ach, hier fehlen ja noch Kabel wie Sau. Nein! Hier fehlen ja Kabel. Ich hab's ja noch gar nicht vorne richtig verkabelt. Das hab ich ja total vergessen. Ach nö. Ups. Alter Schwede, ist der Blast Furnace groß. Ja, ist ähnlich höher als der Koksofen. Er verbraucht Zeug wie Sau. Ja, und wir haben immer noch unser lustiges TBM-Problem. Das haben wir nämlich auch gerade mal ausgetestet in unserer kleinen, naja, Nebenaufnahme. Nicht Nebenaufnahme, sondern einfach mal so offscreen quasi. Ja, ist alles nicht ganz so schön, wie es sein sollte. Also, wir ärgern uns teilweise immer noch. Gewaltig. Ich nehme mal die 4 Farben nochmal mit, falls ich Kabel umändern muss. Ich habe auch übrigens für euch das Sprachpaket dann auf Deutsch umgestellt. Das heißt, es, die Standard-Minecraft-Blöcke haben jetzt deutsche Namen. Für Industrial Craft und so weiter ist natürlich das nicht raus. Ich könnte eigentlich mal gucken, ob ich irgendwo so einen Language-Pack finde oder ob ich das dann... Das muss ich wahrscheinlich in der Jar ändern, ne? Da bin ich überfragt. Also wenn ich mir die Programmierung so überlege... Naja, das müsste man dann irgendwann mal rausfinden, wie man das ändert, weil
Aber ich will ja für euch dann quasi das dann auch Deutsch haben, theoretisch, irgendwann mal. So. Was denn, hm? Ich probiere jetzt mal was. Was probierst du? Komm mal her, du Hamster. Ich brauch dich mal. Nur um das zu testen, mal zu gucken, ob das optisch. Oh, ich bin grad. Ob das so klappt, wie ich es mir jetzt gerade vorstelle. Na gut, ich war gerade beim Solarkraftwerk. Jogge ich halt wieder zurück. Ich hätte ganz gerne Bahnlinie dahin, wenn es geht, irgendwann. Das wäre mit Solar. Ja, das wird ja wahrscheinlich nicht das letzte Panel sein, das ich baue, weil einfach aus Gründen der. Wo bist du gerade? Unten bei der Bahn. Weil wir ja wahrscheinlich dann noch irgendwann mal, wenn wir die Rohstoffe über haben, noch ein, zwei von diesen 100er Panels bauen werden. Ich weiß gerade nicht, ob die Tür offen ist oder zu. Jetzt ist sie zu. Oder? Hä? Die Tür hat, Ach, den Glitch noch. Du kennst das bei deiner Tür, oder? Ja, ich kenne das bei meiner Tür. Okay. Dann musst du manchmal auf die Wand daneben drücken, dann geht sie nochmal zu, wieder offen, dann hat es. Alles klar. So, ich setz mich jetzt mal rein und du guckst mal. Ich hänge hinten dran. Ja! Geil! Link! Me! Ja, Leute! Die haben was geändert. Nee, das funzt auch so. Wir haben ja noch nichts geändert. Aber anscheinend. Dein ganzes Zeug ist weg. Wie jetzt? Da liegt nichts von dir rum. Gar nichts. Dein gesamtes Inventar ist weg. Du hast nicht aufgehoben? Nein. Bei mir sitzt du auch nie in einem Zug. Nee, ich habe auch keinen Zug mehr. Über mir? Ich geh mal rausgucken. Woher, das ist scheiße. Woher kommen die zwei Schafe? Das ist richtig große Scheiße. Das waren 60 Rails, dreimal Charcoal, diese Steel, die Diamond tippt. Ach, dann befördere dich zur Not ins Dings. In den anderen Gameboarden, Creative Mode. Das ist echt wirklich, das sind so Sachen momentan, die hier rumklitschen und machen mit den Servern. Das ist irgendwie alles sowas von instabil. Der gesamte Multiplayer, wenn er modded ist, es ist mehr als frustrierend. Das ganze Zeug steckt jetzt in irgendeinem Berg. Ich habe jetzt auch schon Disconnect probiert. Ich stelle mal die Time wieder um. Nee. Ja, also draußen liegt auch nichts. Ich sehe es. Das ist aber sehr doof, muss ich sagen. Echt mal. Weil... Ich konnte nicht mal deine Erfahrung aufheben, nur so als Hinweis. Ich habe ein Level, also irgendwo 5 Erfahrungspunkte lagen rum. Oh Mann. Soll ich die Time auf hell setzen, oder? Nee, ich stehe nicht draußen. Also ich glaube nicht, dass ich es finde. Ich gehe nochmal runter, aber... Dann lass uns mal ins Bett kloppen gleich, oder? Obwohl, nee, dann lädt er irgendwie neu, oder? Nee, das kommt auch nicht gut, ne? Ich mache jetzt gerade mal so der Highspeed hin und grab da mal ein bisschen Dirt weg. Vielleicht ist es ein bisschen durchgeglitscht. Ja, keine Ahnung, was das sollte, ganz ehrlich. Vor allem, es war ja von Highspeed. Ich vermute, den ersten Wagen hat es auf Highspeed gesetzt. Und den hinteren nicht. Den hinteren noch nicht. Was aber keinen Sinn macht, weil guck mal, wo wir hochgegangen sind. Ja. Da war schon Highspeed-Beschleunigung drin. Vielleicht geht ein Connected Train nicht auf Highspeed. Da habe ich wiederum noch nicht gelesen, dass es nie geht. Ich habe vorhin nochmal in der Wiki reingeschaut. Aber, wer weiß. Tja, ja... Leider viel Zeug weg. Meh. Na, ich würde mich jetzt ins Bett hauen und dann nächsten Morgen kannst du ja das dann die wieder zusammensuchen über den Creative Mode, weil... Ja, das sind ja schon Sachen. Das, Leute, das ist... Wir hatten auch eben gerade einen Fehler, da der Server was nicht gesaved, da haben wir uns auch wieder was geholt, also... ich hoffe irgendwann mal dieser Multiplayer wird stabiler, sonst... So, jetzt ist hell. Wird das für unser Let's Play noch ganz, ganz oft ganz frustrierend. Und ja, teilweise habe ich ja jetzt schon die Faxen dicke. Also, die Frustrationsmomente sind nicht gerade selten. Gibst du mir da dann Mode oder machen wir es dann off? Du kannst es auch selber machen. Du bist Operator. Aha. Also T/ Game Mode, dein Name 0. Null für Creative. 1, Entschuldigung.
Ich bin, wie gesagt, es ist heute ein bisschen schwierig bei mir geistig. Mein Gehirn ist übernommen worden von fiesen Pollen. Nicht zu verwechseln mit fiesen Polen. So. Ich habe gleich unser Solarkraftwerk fertig verkabelt. Kann ich dann die ersten Panels legen, dass wir dann den ersten Solarstrom produzieren. Und beten, dass alles richtig ist, sonst fliegt uns nämlich mehr als eine High-Voltage-Transformator raus. Low-Voltage? Moment, hier fehlt uns sowieso einer. Mist. Stimmt ja, hier fehlt uns ja ein... Scheiße. Entschuldigung. Wir probieren es einfach mal. Dann haben wir zwar jetzt einen mordsmäßigen Verlust erstmal, aber wir können ja dann gleich noch einen bauen und dann hat sich das Thema ja dann wieder gegessen. Auf jeden Fall haben wir schon mal 24 Solar Panels theoretisch. Okay, er schickt es auch schon raus. Also prinzipiell funktioniert die Verkabelung. Und jetzt müssen wir nämlich. Das einzig Doofe ist, man kann auf eine Bedbox direkt kein Solar Panel setzen. Also man kann nicht die Bedbox damit anklicken. Man muss quasi den Block daneben setzen und dann es neben den, an den Block dran kleben. Und dann setzt er sich auf die Bedbox. Oi. Bin schon wieder zwischendurch runtergefallen. Das passiert mir ja auch öfter. Das ist mir ja schon in der Bauphase andauernd passiert. Und zwischen den Kabeln ab und zu mal durchfällt. Geh runter von meinem Solarkraftwerk, du fieser Zombie. Frage mich, was das für eine Aktion war mit dem Explodieren. Das sah ja auch lustig aus. Ah, und da haben wir den nächsten Fehler. Manchmal hat er so lustige Fehler beim Lesen. Ich habe jetzt gerade minus 155 Energy Units gehabt. Ach, das gibt's immer noch. Ja, das gibt es normalerweise eigentlich nur bei sehr, sehr geringen Spannungen, wie zum Beispiel bei Wasserkraftwerken, die wir ja auch noch bauen werden. Dass der quasi dann so geringe Spannung hat, dass er sich da ein bisschen aufhängt. Und ja. Da hängt er sich dann halt mal auf und so ist das halt. Das heißt, hängt sich auf, er kann es halt nicht richtig anzeigen und sagt dann irgendeinen Wert, den er sich dann gerade mal ausgedacht hat. Gibt halt noch so ein paar lustige Bugs bei Industrial Craft. Gerade im Multiplayer. Grummel. Grumpity, grumpity, poo. So, dann wollen wir mal gucken, was wir hier unten Strom dann endgültig durchschicken. Interessanterweise haben wir nun einen Verlust von 10 Energy Units über die Strecke oder 11. Ja gut, das macht Sinn, weil es ja große Pakete sind. Da verliert man natürlich dann das Paket an sich ganz recht viel, aber Rest geht. Ist gut. Also Solarkraftwerk steht. 25, 26 Panels haben wir jetzt verbaut. Das ist doch schon mal sehr schön. Und UU Matter produzieren wir auch in Tonnen. Und hier kann man mal sehen, wie schnell die 500er Ticks durchkommen, theoretisch. Jedes Mal, wenn es quasi da aufblinkt beim Amplifier, da ist dann ein 500er Tick durch. Oh, ist doch ganz gut. Ist doch ganz ordentlich. Ja, ich bin immer noch am Zusammensuchen. Ich finde gerade Charcoal. Was, du Und den Dings. findest keine Charcoal? Ja, es sind ein paar viele Items hier, bis ich den Endings wieder gefunden habe.
Und bei den Rails ist ja auch übel. Ach so, weil du ja das Zeug wieder, ja, alles klar.